Felix Magath hat erneut mit dem Hamburger SV abgerechnet. Der 65-Jährige stichelte dabei gegen Bernd Hoffmann, dessen Arbeit er seit seiner Wiederwahl mehr als kritisch beäugt, da er vor allem kein Verständnis dafür besitzt, dass Horst Rubisch einst nicht der neue Trainer des HSV wurde. Stattdessen blieb der 67-Jährige weiterhin beim Deutschen Fußballbund, für den er seit vielen Jahren als Trainer im Nachwuchsbereich tätig war, ehe er von Januar 2017 bis zum 31. Dezember dieses Jahres als Sportdirektor fungieren sollte. Will nun in den Ruhestand gehen, Horst Rubisch. Doch nebenbei führte Rubisch die Frauennationalmannschaft als Interimstrainer zur Weltmeisterschaft, wofür er Lob von Magath erhielt. Herzlichen Glückwunsch an dich und die DFB-Auswahl der Frauen zur gelungenen WM-Qualifikation. Allerdings habe ich von dir auch nichts anderes erwartet. Sensationell, wie du mit vier unterschiedlichen Mannschaften des Deutschen Fußballbundes zwei EM-Titel und eine olympische Silbermedaille gewonnen, nun die Endrunde zur Frauenfußball-WM erreicht hast, ließ er in einem Facebook-Post verlauten. Der einstige Meistertrainer des FC Bayern München und VfL Wolfsburg wisse um die Schwere der Aufgabe, wenn man eine komplett aus dem Tritt geratene Mannschaft wieder auf Kurs bringen müsse. Doch Rubisch habe dieses Unterfangen dank seiner Erfahrung sofort gemeistert. Breitseite gegen Hoffmann. Magaths Schlussfolgerung: Mit der Entscheidung, Rubisch als Interimstrainer der Frauenauswahl zu bestimmen, habe man die bestmögliche Wahl getroffen. Doch ähnliche Entscheidungen seien beim Hamburger SV augenblicklich nicht zu erwarten, was allen voran an Präsident Bernd Hoffmann, der zugleich als Vorstandsvorsitzender tätig ist, hänge. Der 58-Jährige, der bereits von 2003 bis 2011 beim Zweitligisten tätig war, habe schon in seiner ersten Amtszeit den Fehler begangen, sich nicht mit Spielern der erfolgreichsten HSV-Ära zu umgeben. Felix Magath übt erneut scharfe Kritik am Vorstand des Hamburger SV. In den vergangenen Monaten war Rubisch immer wieder als neuer Trainer der Rot-Rosen im Gespräch, doch nach der Entlassung von Markus Gisdol folgte Bernd Hollerbach, ehe Christian Titz das Amt an der Seitenlinie übernahm. Eigentlich wolle der 67-Jährige nun in den Ruhestand gehen, doch Magath hegt noch ein wenig Hoffnung darauf, dass er künftig doch noch beim HSV anheuern könnte, man weiß nie. Sollte dies geschehen, dann war es das mit dem Ruhestand. Dass dieses Szenario eintritt, ist jedoch mehr als unwahrscheinlich. Vor einem halben Jahr sagte der Ex-Spieler gegenüber der Sportbild: Ich will über den HSV von heute nicht mehr sprechen. Das macht keinen Sinn. Natürlich wäre es schön, den HSV wieder oben zu sehen. Aber es ist nicht mein Thema, via stern.de. Allerdings wettert Magath nicht zum ersten Mal gegen die Vereinsführung. Stattdessen kritisierte er im April den schnellen Austausch der Cheftrainer, wodurch man vor allem wirtschaftliche Abstriche mache. Seit 20 Jahren sind es nur die Trainer, die jedes Jahr 3-4 Mal gewechselt werden, wenn es geht. Wo das hinführt, sieht man jetzt beim HSV. Es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass ständig Geld verschleudert wird für eigenes Unvermögen. Die Verantwortung dafür trägt niemand. Der HSV hat immer auf die Personen abgestrahlt, die ihn vertreten haben. Aber ich habe lange keinen mehr gesehen, der etwas für den HSV gemacht hat, so der aktuell vereinslose Übungsleiter laut Welt.